Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, die Schemen, die machen uns das Leben schwer. Das beschämt mich sehr. Hier sind irgendwelche Einheiten angegriffen worden. Erstmal, das war kein Schemen. Das ist auch keiner von uns. Sind irgendwelche Banditen. Jo, in der letzten Folge, glaube ich, war es, da haben wir ja erfahren, dass unsere Militäreinheiten gegen diese Schemen nichts ausrichten. Ganz im Gegenteil, die nehmen Reißaus und schmeißen alles von sich. So wie diese eine Einheit da auch. Oh, Eisenvorkommen wurde entdeckt irgendwo in der weiten Weltenwelt. In der weiten Wildnis. Gut, ganz so weit jetzt nicht, aber immer noch Wildnis. Und das war das andere Kupfer. Kupfer. Ist auch nicht verkehrt. Natürlich da, Logo. Ja. Genau, also ne, da, worauf ich hinaus wollte, wir haben ja hier so mit unseren Rittern und Soldaten so unsere Probleme, wenn es da um die Schemen geht. Jetzt müsste ich mal kurz schauen. Hat sich da schon wieder irgendwas geändert? Habe ich? Ach, das sind gar nicht unsere Leute. Entschuldigung. Ich klick da lustig an. So weit vorgerückt bin ich ja noch gar nicht. Warum kriege ich ja nicht einfach Fenster angezeigt? Was ist denn da hier? Da ist schon wieder los. Schon wieder irgendein Update gegeben. Schon wieder meckern. Nein. Nicht dumm. Das alles. So, ja. Also wie gesagt, unsere Soldaten nehmen Reiß aus, wenn die hier mit den Schemen zu tun bekommen. Und was wir brauchen sind, wo finde ich die jetzt? Abenteuer? Dann nehmen wir das Militärcamp. Abenteuergilde, wo bist du? Wachturm, Entdeckerposten ist auch nicht richtig. Habe ich den noch gar nicht gebaut. Also letzten Endes brauchen wir so einen Abenteuerposten, Wachtürme, Militärcamp, Entdeckung. Bereich Ausbildung. Abenteuergilde, die haben wir schon. Genau, Abenteuergilde, das war's. Frage ist jetzt wo. Das berühmt-berüchtigte Suchspiel. Bitte finde Schmerzhütte. Was ist da los? Lagerbestand, blablabla, Herstellung im Garnung. Ja, ist gut. Wieso hatte ich da eine Schmelzhütte gemacht? Ach, da wurde Eisen abgebaut. Oder wird noch, war nicht mehr allzu lange, glaube ich. Dieser Wachturm ist hier bereits schon außer Gefecht. Ich hatte mich wieder erfolgreich selber unterbrochen, weil ich abgelenkt war. Durch irgendwas. Achso, ich suchte diese Abenteuergilde. Jedenfalls die Leute, die wir da so produzieren können, das hört sich ganz fürchterlich an. Die wir dort ausbilden können, da ist die Abenteuergilde. Hier Waldläufer und so, die sind da eher geeignet, um mit diesen Schemen fertig zu werden, wobei natürlich die Frage ist, reicht da so ein ganz normaler Waldläufer? Aber ich glaube, für die anderen eine magische Fackel kann ich noch nicht bauen. Da brauche ich, glaube ich, irgendwelche Edelsteine für, die haben wir nicht. Silberdegen wäre eine Option, wenn ich den Silber hätte. Ja, wie wir gerade gesehen haben, wir haben Kupfer und Eisen gefunden, was schön ist. Aber hat mir irgendwie nichts bewegt in dem Moment. Also wir müssten dann erstmal mit den Waldläufern hier vorlieb nehmen. Frage, habe ich Waldläufer? Wir haben ja jetzt hier diese tolle Statistik. Da hatte ich ja gesagt, da wollte ich mich so ein bisschen mit beschäftigen. Ich bin natürlich zu nichts gekommen, ja, ganz klar. Rekrutierung pro Minute. Meine Güte, da fängt schon mal gut an. Da sieht man, was man so in der letzten Zeit so an Soldaten beispielsweise rekrutiert hat. Fortgeschrittene Soldaten war schon nicht ganz so lange her. So, wir haben eine Veteran, wir haben Veteranwachen, ganz viele. Wir haben Veteransoldaten und wir haben 12 Waldläufer, immerhin. So, der hat nichts zu tun. Nee, Moment, gar nicht wahr. Der ist die Waffenschmiede.
Der hat nichts zu tun. Ich benötige 12. Und da will ich auf 20 gehen und ich sehe, ich habe 8 Fackeln. Also daran kann es jetzt nicht scheitern. Da brauchen die noch. Leichte Rüstung. Da habe ich 10. Das ist auch in Ordnung. Gut. Gut, gut, gut. Die Holzwerkstatt hat nichts zu tun. Du machst da mal ganz flockig, herzlich flockig. Ich werde, ja, er soll Fackeln machen. Er soll Fackeln machen. Da brauchen wir noch leichte Rüstung. Moment. Ich bin voll konzentriert bei der Sache. Ihr merkt das. Ich bin voll konzentriert. Sowas von fokussiert heute. Sowas von Fokussiertheit habt ihr noch nicht gesehen. Wo ist die... Dieb enttarnt ist gut. Ist von Dieben angegriffen. Ist nicht so gut. Aber die Diebe kriegen ordentlich einen auf den Kopf. Das ist cool. Das ist sehr schön. Da geht es den Dieben an den Kragen. Das ist sehr erfreulich. Und jetzt brechen die durch. Das ist nicht erfreulich. Nee, Moment. Augenblick. Bitte mal stehen. Und der steht ja schon hier. Ach, das sind meine Leute. Waldläufer, ich habe nichts gesagt. Die Diebe konnten sich nicht durchsetzen. Die wurden massakriert. Oh ja, das war ja sehr schnell. So wie dieser dort. Ja, also diese Diebe haben jetzt keine Chance mehr gehabt. Die Idee, das hier entsprechend aufzubauen, dass ich hier sage, hier bitte Waldläufer. Ja? Und die hier so ihre Patrouille machen. Und da hatte ich was untergebracht. Da sollen untergebracht werden 10 Veteranenwachen. So ist der Plan. Und die sind noch nicht da, weil Veteranenwachen 15. Sind die schon alle eingebunden? Ist da, Moment mal. Ne, das sind Träger. Waldläufer. Ist das erst vor kurzem fertig geworden? Ich bin ein bisschen, ihr merkt es kaum, ich bin etwas verwirrt. Ach, der hat schon da sein. Okay, das ist alles eingerichtet. Aber ich habe da keine Wachen. Sind die alle tot, oder was? Gut, habe ich die vergessen. Moment. Militärakademie. Veteranenwachen, die brauchen Eisenlanze und Kettenrüstung. Ich meine, mich dunkel entsinnen zu können, weil ich sehe nämlich nichts, dass ich das in Auftrag gegeben habe. Also ich sehe nämlich nichts mehr gemeint, dass hier weder das eine noch das andere irgendwie vorhanden ist. Jo. Ich muss echt wieder reinkommen. Man meint das nicht, ne? Also Waffenschmiede. Der ist mit Eisenschwertern im Augenblick beschäftigt. Ich brauche aber hier diese Lanzen. Nummer 10. Moment. Die Rüstung. Rüstungsschmiede muss in der Nähe sein, genau. Ach, der ist schon. Oh. Alter, dauert's. Okay. Ja. Jetzt haben wir wieder erfolgreich selber unterbrochen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin zwar sehr motiviert, aber irgendwie vollkommen neben der Spur heute. Entschuldigung. Es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Ach ja. Gut. Also wir müssen uns auf jeden Fall hier rüsten. Einmal in Bezug auf den üblichen Ärger mit Dieben und Banditen. Und zum anderen müssen wir hier zusehen, dass wir die Schemen möglichst schnell loswerden, sobald wir hier irgendwie die Möglichkeit haben, die hier zu erreichen. Ja, das ist das andere Problem. Und das ist noch ein weiter Weg.
So, hier habe ich. Aha. Okay. Irgendwie klappt das mit den. Mit den Wachen nicht so richtig. Habe ich die vergessen zu aktivieren? Also habe ich die gar nicht geordert? Das kann natürlich auch sein. Einen Augenblick. Waffenschmiede, Art neuer Gilde. Nee, ich brauche was anderes. Militärcamp ist nicht richtig. Wobei, ich kann mal ganz kurz hier reingucken. Leer, natürlich. Bis auf ein paar Leutchen da. Ich fürchte, auf die Akademie. Da. Ich habe die gar nicht geordert. Toll. Ich bin der Beste, ich bin so schlau. So. Ja, ich kann auch nichts hier großartig machen, weil Lagerbestand ist etwas sehr, 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 sehr eingeschränkt. Um es mal so auszudrücken. Sehr eingeschränkt. So. Wie weit ist er? Er ist noch mit seinen Schwertern beschäftigt. Unter anderem hat er aber auch schon eine Lanze fertig. Ich fürchte, mein Eisenvorrat ist nicht sehr groß. Das ist mein einziger. Und der ist schon fast erschöpft. Holy moly. Moment, da wird noch was angezeigt. Aber vor lauter Holz kann ich es nicht anklicken, nicht sehen, ob das jetzt wirklich Eisen ist oder ob das was anderes war. Oh. Ein maskierter Dieb wurde enttarnt. Das ist schon mal schön. Oh. Nicht so schön ist, dass der eine Dieb sich da durchsetzen konnte und der andere auch. Okay, der ist jetzt Geschichte. Okay, das war dann der und der auch. Sehr gut. Wenigstens etwas funktioniert hier. Ansonsten funktioniert hier bei mir so im Augenblick so gar nichts. Die Taverne ist erstmal fertig. Hier war doch auch ein Wachturm irgendwie, der ein gelbes Fähnchen geschwenkt hat, meine ich gesehen zu haben. Jo, also. Das habe ich denn da alles rumgeistern? Im Wesentlichen diese Wache. So, ich lasse die erstmal. Auf der anderen Seite. Bis der da so weit ist, ne? Wo war das hier? Ne? Genau, 5. Achso. Das ist eine andere Baustelle. Dann machen wir das doch so. Ach, die sind schon da. Ich habe beinahe fast Mist gemacht. Ich sag ja, ich bin nicht konzentriert. Ich bin irgendwie mit den Gedanken sonst wo, aber nicht da, wo sie sein müssten. Was mich sehr ärgert. Achso, das war der mit dem Kupfer. Genau. Das ist der Kollege mit dem Kupfer. Rote Kohle. Okay. Okay. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Und da warte ich mal noch auf die Leute. Ja. Ich brauche Eisen, Leute. Ich brauche Eisen. Das Silbererz. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Aber Eisen wäre mir lieber. Stein, Eisenerz. Das ist mein Gebiet. Oder ist auch nur ein so ein Klumpen, ne?
Na gut, das ist auch noch ein bisschen was. Ja, gut. Die macht. Geht nicht anders. Nee, Holz und Stein. Ja, oh. Eisentagebau. Ich brauche das Eisen. Wenn es noch so wenig ist. So. Das ist alles nicht optimal. Aber besser als nichts. Also habe ich hier Stein, Stein. Kohle ist nicht verkehrt, aber ja. Hier habe ich auch nochmal Stein, Stein. Okay, das ist das Eisenerz, das kennen wir ja schon. Hange mich mal jetzt so ein bisschen so an der Grenze hier lang. Hier ist im Wesentlichen Kohle. Moment mal. Achso, das sind die Gegner. Nicht Gegner, das ist die andere Fraktion. Die sind lieb. Aber mit denen sind wir noch nicht verbündet. Jo. Es gibt erfrischend viel Kupfer. Es gibt einiges an Stein. Ich will vorsichtig sein, ob ich da nicht schon wieder über die Grenze bin. Das sieht ganz danach aus. Aber mit dem Eisen sieht das echt übel aus. So, wir sind von der Banditen angegriffen. Das geht aber gar nicht. Achso, das andere von meinen Entdeckern. Jo. Mann. Das ist aber mega ärgerlich. Es gibt kaum Eisen auf der Insel, also zumindest nicht in den Bereichen, die ich bis jetzt so kontrolliere. Also ich meine da sowieso so nicht. Ah, hier ist wieder ein bisschen Eisenerz. Da auch. Da auch. Oh. Okay, besser als nix. Aber das ist nicht mein Gebiet. Da bin ich noch ganz weit von entfernt. Je, 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 je. Das ist auch ein anderes Dorf. Toll, Stein und Kohle. Es läuft im Augenblick so ein bisschen schleppend. Es läuft im Augenblick etwas schleppend. Aber ich glaube, auch solche Phasen machen so ein Spiel aus. Ich habe ja letztens, glaube ich, erzählt hier von wegen mit dem Zoom, dass wir etwas weiter rauszoomen können. Das ist doch tatsächlich so. Das ist zwar nicht viel, aber doch so ein bisschen haben wir so gewonnen, so an Übersicht. Das ist schon ganz in Ordnung. Also so, damit kann ich leben. Aber ich meine, wir kommen auch ein bisschen näher ran, oder vertue ich mich da? Dann war das schon immer so in dieser Größenordnung. Bin mir da nicht so sicher. Vielleicht vertue ich mich da auch. Jetzt gerade. Ja, gut. Produktion von entsprechenden Materialien. Noch ein gegnerisches Lager. Jo, also gegnerische Lager haben wir hier reichlich. Ein paar mysteriöse Orte gibt es ja auch schon. Und dann natürlich dann die Schemen. Das ist mein größtes Problem. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, gebe ich zu. Die sind nicht so ganz ohne. Nicht nur, dass die halt die Leute vertreiben und also die sie erschrecken, alles von sich schmeißen und so, sondern wenn die sich, glaube ich, erschrecken oder wenn die Leute da in deren Nähe gelangen, werden die selber zu Schemen.
Ja, das heißt, wir verlieren unter Umständen auf Dauer unsere Bevölkerung an den Schemen. Das ist nicht gut. Das heißt, sobald wir die irgendwie zu packen kriegen, müssen wir die so schnell wie möglich klein machen. Ja, also das ist also klein kriegen, sonst machen die uns klein. Und zwar sowas von. So, ich bin immer noch auf der Suche. Oh, wie viel Kohle gibt es denn hier? Da ist ein bisschen Eisen. Oh, hier ist auch ein bisschen Eisenerz. Okay. Aber ich fürchte, das Gebiet gehört. Nein, ich bin wieder im fremden Gebiet. Das ist schlimm heute mit mir. Mann, Namdos, was ist los? Reiß dich zusammen. Das ist überhaupt keine Konzentration heute. Ja, ja, jetzt ist Maria und Josef. So, Holzwerkstatt pausiert. Das heißt, ihr habt die Fackeln fertig. Das ist, oh, das ist mal cool. So, was habe ich denn sonst noch? Waffen, Rüstung. Ach, davon. Zwei leichte Rüstung ist nicht viel. Vier schwere, 4, 10 Eisenschilder. Jo, okay. Dann Silberdegen und so weiter habe ich noch nicht. Da müsste ich mich mal daran begeben. Ein Holzspeer. 9 von diesen Eisenlanzen sind hier insgesamt unterwegs oder vorhanden. So werden hier die Bögen und so weiter noch nicht angezeigt. Ansonsten überlege gerade, ob ich hier noch, ich noch Zahnräder. Zahnräder habe ich 10, das ist ein bisschen wenig, würde ich mal sagen. Da kann man noch ein paar Zahnräder produzieren. Und wenn der damit fertig ist, kann er sich dann auch nochmal an Fackeln begeben. Ich habe schon immerhin schon mal diese 10 Fackeln, das ist schon mal nicht verkehrt. Vielleicht so 3 Jagdbögen so zwischendurch mal. Für den Fall, dass ich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Jäger brauche. Dann soll es nicht an den fehlenden Jagdbögen, das Ganze hier scheitern, das muss nicht sein. So, gut. Das ist natürlich die Frage. So, sind die da schon fertig? Wurde ich die gebaut? Da, ne? Eisentagebau, genau. Stein, Eisen. So, ach, die sind auf dem Weg. Da fällt mir ein, apropos Werkzeug. Spitzhacke, da sind noch 10. Moment. Werkzeugschmiede. Eine Spitzhacke. Machen wir wenigstens 5. So, da kommt jetzt ein bisschen Eisen an. Ja. Da auch, aber die. Das ist nicht die Menge, ne? Das ist das große Problem im Augenblick. Das ist das ganz große Problem. Meine Leute haben Eisenmangel. Das ist nicht gut. In keinster Weise. Ne? Mit Silbererz, ja gut, das könnte ich hier abbauen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, das zu tun. Aber da brauche ich auch wieder eine entsprechende Schmelze für und so weiter und so fort. Na, das würde ich dann gerne trennen. Und so viel Silbererz ist das jetzt auch nicht gewesen. Also wir baden da nicht drin. Oder vielleicht doch. Da ist ein so ein Brocken. Das war's dann auch wieder. Du wirst von Dieben angegriffen. Mal wieder. Oh, die sind. Ach ja, da sind Leute da hinten. Nun gut. Stein. Das ist heute eine Eisensuchfolge. Das ist ganz klar. Ich habe hier Probleme mit meinen Ressourcen. Mit dem Sprechen sowieso. Krieg ich heute den Mund nicht richtig auf. Nee, Moment mal, Augenblick. Ist das jetzt mein Gebiet? Ach!
Weil die hier, das sind hier, ne, von der anderen Fraktion sind das hier Gebäude, aber ich sehe ja gerade, die Grenze verläuft ja da. Lang. Ja, dann aber ran hier an den Speck. Boah, das machen wir eben aber noch. Das ist ja wohl klar. Einmal nicht richtig geguckt. Als wenn mir so etwas noch nie passiert wäre. Ja, so ein Schelm. So, Eisentagebau. Ich brauche einen Weg. Es wird sich ein Weg für dich auftun. So. Ich rede wieder Unsinn, das ist nicht dran stören. Das ist für mich ganz normal. So, rechts, links, geradeaus, weil das ist jetzt günstiger. Von hier vorne kriegst du eh nicht mehr allzu viel hin. Dann mache ich das einfach mal so. Okay. Eine weitere Eisenquelle. Da die sehr weit weg ist, machen wir das mal so. Habe ich noch andere Wege, die ich hier einschlagen kann? Naja, da kommt mir jetzt wirklich der Grenzverlauf in den Weg. Vom Wasser mal ganz abgesehen. Brücken wären cool. Brücken wären cool oder Boote, irgendwas in der Richtung. Dass man da halt ne, entsprechende Transportwege dann aufbauen kann. So. Bevor ich jetzt hier noch mehr in den Seilen hänge, verabschiede ich mich für diese Folge. Sorry, dass das alles so ein bisschen so heute war. Ich weiß auch nicht, bin heute nicht so, glaube ich, nicht so bei der Sache oder zu so in Form, also schlechter als sonst. Ich danke für euer Dabeisein. Ups. Das jetzt auch noch zum Schluss. Geschenkt. Ich danke für euer Dabeisein. Ich danke für dein Dabeisein, für eure Geduld, für eure alle Geduld. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch das hier nach wie vor antut. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich verspreche mich, etwas zusammenzureißen. Ich weiß nur nicht, ob es mir gelingen wird. Bis dahin, alles Gute, genießt die Zeit, macht's gut.